Nachdem Wolfisberg die Bühne betreten, dem Publikum freundlich zugenickt und sein Skript auf den Tisch gelegt hat, setzt er sich. Dann richtet er das Mikrofon in eine für ihn etwas bequemere Position. Bitte mache kurz einen Soundcheck, bevor du anfängst, hatte ihm einer der Techniker beim Einrichten gesagt. Wolfisberg überlegt kurz, mit welchem lustigen Spruch er diesen Soundcheck nun hinter sich bringen könnte. Es fällt ihm gerade nichts ein. Also benutzt er die Worte, die fast alle Menschen wählen, wenn sie den Sound checken. Wolfisberg spricht Test, Test, Test ins Mikrofon. Test, Test, Test. Dann fällt ihm doch noch 1, 2, 3 ein. Doch bevor dazu kommt, 1, 2, 3 ins Mikrofon zu sprechen, signalisiert ihm jemand von der Technik bereits mit dem Daumen nach oben, dass alles in Ordnung ist. Wolfisberg ist erleichtert, denn nun kann er endlich das Publikum begrüßen und seinen ersten Gag platzieren. Es beschleicht ihn jedoch das ungute Gefühl, dass er dafür bereits den richtigen Moment verpasst hat. Bei einem Fernsehauftritt sollte man nämlich laut Lehrbuch innerhalb der ersten 20 Sekunden das Publikum begrüßt und mindestens einen Gag lanciert haben. Den Gag kann er also schon mal streichen, denn nichts ist armseliger als ein Gag, der zu spät kommt. Aber die Begrüßung weglassen, das würde arrogant rüberkommen. Also entscheidet er sich, wie geplant, mit einem etwas zu euphorischen Guten Abend miteinander zu begrüßen, wodurch sich das Publikum genötigt fühlen wird, dies mit einem frenetischen Applaus zu erwidern. Guten Abend miteinander! Wolfisberg ist gerührt von diesem überraschend warmherzigen Empfang. Infolgedessen verspürt er ein akutes Gefühl von Trockenheit in der Kehle. Deshalb ergreift er die Flasche auf dem Tisch und schenkt sich ein Glas Wasser ein. Nachdem Wolfisberg letzteren Satz ein zweites Mal gelesen hat, stellt er endgültig fest, da steht weder eine Flasche noch ein Glas auf dem Tisch. Es wäre Sache der Technik gewesen, vor Beginn seines Auftrittes diese Dinge bereitzustellen. Ich muss dringend etwas unternehmen, denkt Wolfisberg. Zu Recht! Denn tatsächlich spielt bereits eine Zuschauerin zu Hause vor dem Fernsehen mit dem Gedanken wegzuzappen. Doch etwas hindert sie daran. Sie denkt, da muss doch noch irgendetwas mit diesen rot lackierten Fingernägeln kommen. Währenddessen ist Wolfisberg zum Entschluss gekommen, sich die Flasche Wasser und das Glas kurzerhand von diesem gut frisierten Sidekick Carpi zu klauen. Also steht er auf und besorgt sich dort eigenhändig die Flasche Wasser und das Glas. Und nachdem er sich etwas Wasser aus der Flasche eingeschenkt und einen Schluck getrunken hat, merkt er, dass er keine Flasche, sondern eine Karaffe geholt hat. Es ist beschämend, denkt Wolfisberg. Und während er sich darüber ärgert, dass er sein fein säuberlich durchdachtes Skript nun auch noch selber torpediert, streicht er sich mit der linken Hand übers Kinn. In diesem Moment erblickt er seine Armbanduhr. Und er stellt fest, dass die 3 Minuten seines Auftrittes bereits um sind. Dabei hat er doch erst gerade das Publikum begrüßt. Kein Wunder, lässt sich im Fernsehen so wenig Inhalt transportieren, wenn alles immer so schnell gehen muss, denkt Wolfisberg und beschließt, die inhaltsstarke Schlusspointe mit den roten lackierten Fingernägeln zu überspringen, bis hin zu der Stelle im Skript, wo steht, dass Wolfisberg Danke und Adieu miteinander sagt. Danke und Adieu miteinander.